Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Häusler. Ich bin der Leiter der Weiterbildung bei der LEAG und der Leiter dieses Qualifizierungszentrums. Und in diesem Projekt, in diesem KLE-Projekt, also dem Aufbau eines Qualifizierungsverbundes in der Lausitz für die erneuerbaren Energien, leiten wir das Projekt, sind wir als LEAG derjenige, der die Idee hatte, zusammen mit den anderen beiden Initiatoren das ganze Projekt nach vorne bringt und vorantreibt. Ganz persönlich bin ich Lausitzer. Ich bin in der Lausitz geboren und möchte auch für immer hier bleiben und auch die Lausitz nach vorne bringen. Ja, was steckt denn genau hinter dem Projekt und vor allem wer? Hinter dem Projekt sind die drei Initiatoren hier aufgezeigt. Die LEAG in der Mitte, man kann sich schön an den Buchstaben das erläutern. Also die Qualifizierungsverbund, dort haben wir einen sehr, sehr professionellen Partner. Das ist der IBBF, das Institut für betriebliche Bildungsforschung. Die haben die Kompetenz für die Qualifizierung der Angebote. Wir, also das L steht für die Lausitz, aber auch LEAG, weil auch in der LEAG das L steht für die Lausitz. Wir haben ein Netzwerk an Partnerfirmen, mittelständischen, kleinen Unternehmen, die bereits jetzt schon unsere Arbeit unterstützen, und die wollen wir mitnehmen. Also wir wollen in diesem Netzwerk vermitteln und die Lausitz als Gesamtes nach vorne bringen. Und der letzte Initiator, dafür stehen die beiden E's, also die erneuerbaren Energien. Dieser Qualifizierungsverbund soll sich ganz genau auf die erneuerbaren Energien spezialisieren, und hier haben wir uns den Bundesverband zur Seite geholt, und als Mitinitiator wird er uns unterstützen und die Vernetzung mit bis zu 50 anderen Verbänden und 5000 Unternehmen, die bereits jetzt schon in den erneuerbaren Energien arbeiten, vollziehen. Es geht um die Qualifizierung, es geht um die Basis von allem dem, was die Zukunft ausmacht. Wir müssen davon wegkommen, zu streiten, welche Energieform wir haben. Ich glaube, das ist weitestgehend klar und gelöst. Jetzt geht es um die Frage, wie kommen wir dahin, und vor allen Dingen, wer wird diese Arbeit machen, wer ist für diese Arbeit qualifiziert und wer sieht in dieser Arbeit eine Zukunft für sich und seine Familie, zum Beispiel hier auch in der Region Lausitz. Für uns steckt dahinter, dass wir die Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, dabei unterstützen, Qualifizierungsbedarfe zu beschreiben, die sie in der Zukunft benötigen, sie dabei zu unterstützen, ihre Weiterbildung zu planen, zu organisieren und umzusetzen. Und aus unserer Sicht ist es dabei ganz wichtig, auch neue, attraktive Lernformate zu nutzen, das Lernen in der Arbeit ein Stück weit stärker wieder an den Arbeitsplatz zu bringen und zu unterstützen. Also das ist so unser Kernthema, was wir hier gerne reintragen. Wie wird die inhaltliche Arbeit so aussehen? Welche nächsten Schritte sind jetzt geplant? Ja, also ganz grob ist das Projekt auf 4 Jahre erstmal angelegt. In dem ersten Jahr werden wir den Qualifizierungsverbund aufbauen. Hier werbe ich auch nochmal dafür, dass die Verbundpartner, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, noch nicht vollzählig sind. Also wer gern mitmachen möchte oder auch aufgenommen werden möchte, kann sich jetzt bereits noch an uns wenden und mit aufgenommen werden. Im zweiten Jahr werden wir uns dann mit diesen Unternehmen zusammensetzen und die Qualifizierungsbedarfe analysieren. Ganz besonders wichtig ist mir, dass wir nicht nur auf 3 Jahre nach vorne sehen oder 5 Jahre, sondern wirklich die Fernlichter anschalten und mal in 10 oder 15 Jahre sehen, wo werden wir stehen und was für qualifizierte Menschen werden wir brauchen. Und im dritten Jahr jetzt angekommen, werden wir dann versuchen, genau diese Bedarfe oder die Hauptbedarfe zu decken und Qualifizierungsangebote zu realisieren, die dann auch im vierten Jahr stattfinden. Und das vierte Jahr werden wir dann auch nutzen, darüber zu reden, wie es weitergeht nach den 4 Jahren, welche Rechtsnachfolge es braucht, ob die drei Initiatoren denn weitermachen. Wir haben eine Webseite, kle.eu. Dort wird es die Möglichkeit geben, sich zu registrieren als Partner oder aber auch einfach nur Anfragen zu stellen, um entweder in dem Verbund mitzuwirken oder Qualifizierungsangebote zu erfragen. Das wäre sozusagen der digitale Weg, der ja heute auch von vielen gern beschritten wird. Und natürlich stehen wir als Ansprechpartner auch persönlich zur Verfügung. Ja, wie kann sich der Bundesverband genau in dem Netzwerk oder dem Verbund einbringen? Welches Know-how und welches Netzwerk drumherum kann er da einbringen? Wir beschäftigen uns ja mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch mit dem Umbau des gesamten Energiesystems. Das heißt, wir reden über die Wärme, über die Mobilität und über den Strom.
Und wir können sozusagen aus unseren bundesweiten Mitgliedschaften Unternehmen und Expertise einbringen, die hier vor Ort gewünscht ist, die hier erforderlich ist. Da kommt sozusagen eine Menge Know-how, was die Erneuerbaren in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben und trifft hier auf das Know-how, was in den letzten meinetwegen 170 Jahren im Bereich der Kohlewirtschaft aufgebaut wurde. Und das zusammen ist aus meiner Sicht ein unglaublich spannendes Potenzial für die Zukunft. Für welchen Teil ist die Lea konkret verantwortlich? So wie sie heute hier sind, also das Tagungshotel, das Drumherum, das Organisieren, das Leiten des Projektes, als alles das ist bei der LEAG angesiedelt. Wir bringen die Partner mit, wir bringen das Netzwerk mit, also jedenfalls das Netzwerk in der Lausitz mit, und dann stützen wir uns für die Dinge, wo unsere Initiatoren, Mitinitiatoren viel, viel besser sind, auf die Arbeit von denen ab. Also der BEE wird noch weitere Unternehmen mitbringen, die bereits schon im Bereich erneuerbare Energien verwurzelt sind, vielleicht noch nicht ansässig in der Lausitz, aber vielleicht kommt das noch, und der IBBF wird die gesamte Expertise einbringen auf dem Forschungsgebiet. Dann vielen Dank und gutes Gelingen. Vielen Dank.